Er wusste selbst nicht, warum das drin war, aber alles ist gut. Das Spiel ist jetzt live. Wir sind in live in der Knife. Hier mit Artenate und Druckwelle. Artenate ist sowieso schon sicher durch in den Playoffs. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie überhaupt noch Zweiter werden können. Ist ihr vorletztes Spiel, von daher vielleicht sogar schon. Wenn sie beide verlieren, können sie vielleicht wirklich noch Zweiter werden. Sie haben gegen Maus gewonnen. Ich glaube, sie sind sicher Erster, aber ist egal. Trotzdem, für Druckwelle geht es noch um was. Sie können hier, glaube ich, noch an Gamed vorbeiziehen. Von daher mal schauen, was sie jetzt Terror auspacken. Auf der Seite müssen sie jetzt auf jeden Fall starten. Oh, wie viele Großstunden? Ich habe keine Ahnung. Schon lange nicht mehr nachgeguckt. So, vielleicht schießt sich Alternate jetzt den Frust von der Seele, den sie gerade aufgebaut haben im Faculty Match. Crystal, einmal ganz kurz in die Mitte geschaut. Danke für den Hinweis. Manuel spottet allein. Und Solek hält ihm eine Flash. Ganz gut getimed, weil er ist schon oben. Und er zieht rum. Oh, sehr starkes Brett von Manuel. Zweiter Flash. Hält das Ganze ein bisschen auf. Alle noch Mitte versammelt. Lassen sich auch sehr viel Zeit. Spielen jetzt letztendlich doch den Bego. Auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Da Manuel Low HP hat, schlägt er mit seiner Decoy ein bisschen. Gar nicht mal so schlecht. Starker Schuss von Solek. Und Crystal ist auch da. Felix ist auch da. Geschoben von Artenate. Crystal, Felix machen da beide ein. Und Edgar noch letzter. Setzt dann noch einen kleinen Akzent, aber ist auch schon direkt schon Headshot von der Rack. Oh, doch gar nicht Headshot. Klang wie Headshot. Sollten auf jeden Fall auch vereiteln, dass ihr die Bombe legt. Die Smoke und kriegt die Hits. Pistol geht an Artenate. Relativ easy. Gut geschoben am Ende. Und schöne Shots. 1-0 somit für Artenate. Könnt ihr Readmo-Thread aufmachen über die Diskussion? Über das Thema. Ja, schön von Solek direkt geholfen. Jetzt ist sogar auch noch gemacht. Somit 2-0. Alles im grünen Bereich. Ja, Trolle. Diese Nades, das ist einfach so ein Witz. Diese Säulen da den ganzen Damage absorbieren. Ich finde die Aufstellung aber riskant, wenn dann der Flash von hinten kommt. Sind da beide blind. Oh, das war nicht gut. Oh Gott. Was sie da machen. Unverständlich. Vorher das mit dem einer spottet, einer Flash von hinten war ja wesentlich besser. Boah, geben sie jetzt hier vielleicht tatsächlich die Eco ab. 4 gegen 2. Splitten sich auch nicht auf. Ganz okay. Rack sogar noch mit Max 7. Ganz gute Waffe hat die Felix, wie die auch auf Distanz ein bisschen was anrichtet. Schöne Nades. Wow, von hinten. Sehr gut gemacht. Und jetzt warten sie auch noch. Sehr schön gespielt. Beide über
hin. Oh, selbst wenn der fällt, hat Rack kein FX, keine Ahnung, wo der andere ist. Und er zieht durch. Oh, und schön gemacht von dem Lix. Erste Runde für Druckwelle ohne Waffen. Super gut. Aber super schlecht auch von 18 Hater an der Banane. Er hat auch schon gesagt, also selbst wenn der eine vielleicht von hinten kommt, wäre das quasi ein sehr ähnliches Szenario geworden. Was? Sparen doch nicht. Druckwelle, soweit ich informiert bin, haben glaube ich auch GSH gewonnen. Jetzt am vergangenen Wochenende. Allerdings weiß ich nicht, ob sie mit dem kompletten Lineup, mit dem kompletten EPS-Lineup da waren. Schön Fake von ihnen. Binden da Crystal noch ein bisschen und geben auch Gas Mitte. Sehr wichtig in so einer Situation, da nicht lange rumzufackeln. Crystal zwar jetzt am Schieben, aber das reicht auf jeden Fall nicht. Und Vettic Taz Felix auch nur mit 5-7. Oh, jetzt haben sie Steps wahrscheinlich gehört. Oh, und jetzt wird das Ganze doch mal ganz gut durch. Wichtiger Shot von Emlix. Mark, boah, fällt kurz. Ja, nur durch Aiming gerade die Runde noch ein bisschen knapp gemacht. Ein Step da an. Kommt die Hits. Hit cool mit 100. Warte da. Sollte vielleicht sich eher zeigen und dann Itku rausziehen. Und MNL riecht das da schon. Wenn er ihm nämlich, also wenn MNL Itku da Headshot gibt, dann weiß er glaube ich auch sogar relativ gut, wo Emlix ist. Woanders hätte er eigentlich kaum sein können. Fand ich nicht gut runtergespielt, also nicht perfekt. Runde trotzdem gewonnen. Alternate in der Eco. Glaube ich, innerhalb der EPS-Saison gegen Gamed verloren. Also Druckwelle jetzt. Auf der GSH dann aber gegen Gamed gewonnen. Wobei man sagen muss, Gamed war mit Stand-In unterwegs. Holen sich auf jeden Fall auch diese Anti-Eco. Oh, Rack schnappt sich noch eine AK, oder? Sie bekommen. Und selbst hier auch. Nett stibitzt. Könnte somit auch MNL legen, der nur 4K hat. Was er auch tut. Direkt auch angesagt. Schön kommuniziert. Solik mit AWP. Vielleicht lässt er den Choxi raushängen. Banane ganz gut, so liegt auch nicht den Eingang gefunden. Ach, es ist angenehm mit dem Radar einfach. Wenn die Position wieder gleich, wenn sie eindeutig sind. Schöner Strafe, die Arbeit sind auch bekannt. Aufbau ist aber eher, aber jetzt die Bombe gepickt, die habe ich nämlich gerade gesucht.
Aber Druckwelle vorhin auch schon gut verschoben, also guten Fake gespielt. Von daher 40 Sekunden, 90, 50. Ich bin aber doch den Go jetzt durch. Gute Fläche ist gegen Solek da hinten an der Kabeltrommel. Ja, ist auch richtig. Boah, was für gute Fläche ist, die da werfen. Sehr stark. Solek kann da wirklich nichts machen. Jetzt wäre es fast wichtig, dass Racke über Banane kommt. Auf ihn muss man auf jeden Fall noch warten. Das kostet aber gerade richtig. Ups. Kostet gerade richtig viel Zeit. Und Emlix blockt da auch. Wichtiges Duell. Warum Homer Schnee jetzt schon gestorben ist? Emlix hört ihn. Sollte vielleicht da eher anlegen. Boah, er macht damit weg. Eben sicher ist er. Und jetzt sollte die Runde gewonnen sein. Das war gerade noch das entscheidende Duell. Und so, Lix geht safen. Aber IAK kriegt er nicht durch. Und die hat sich mal überhaupt nicht ausgezahlt. Hat da nichts weiter riskiert, nachdem er das beim ersten Mal blind wurde. Sollte man dann vielleicht auch wirklich aggressiver handeln. 4 zu 2. Druckwelle sieht doch ganz gut aus. Sehr schönen Go gespielt. Vorhin auch einen schönen Go auf dem großen. Nachdem man verschoben hatte. Gefällt mir bisher das Terrorspiel. Ganz solide. Martin muss da auf jeden Fall mit klarkommen, wie sie da Banane spielen. Auch hier würden sie sich natürlich direkt zwei offensive Nades anbieten. Ohne so auch nur ansatzweise Schaden zu bekommen. Boah. Krasser Schuss. Boah, und Crystal. Boah, kriegt keinen, aber kann die Ansage bringen. Ja, das ist ja der Einzige am A. Oh! Crystal. Schöner One-Shot. Nein, jetzt läuft er zwei Seiten rein. Das war schlecht. Warum wartet er nicht? Crystal hat auch. Muss auch die Ansage bringen, dass sie da noch nicht von sind. Ah, machen dann so unnötige Fehler teilweise. Schöner Move, der über den Wagen. Und jetzt ist nur noch so dick. Auch wenn wir zwei low sind. Hitku muss es dann auf jeden Fall am Ende drehen. Schön da die Waffe geholt. Also das noch gut gemacht. Kriegt ihr auch gesaved. So, Scoreboards. Könnt ihr auch auf jeden Fall selber behalten. Der Rest hat, kann selbst kaufen. Trotzdem die Führung 5 zu 2. Ohne Pistol ist das schon mal sehr, sehr ordentlich. Sollten die Arme auf jeden Fall... Ja, gut, zumindest die Arme bei Solek lassen. Crystal versucht jetzt in der Mitte da ein bisschen das Spiel zu entscheiden. Smoke. Gut, da kein Risiko eingegangen. Druckwelle macht es echt ganz solid, muss man sagen. B auch schon wieder gegengedrängt. Warte, er wirkt da ein bisschen... Bisschen zurückhaltend, vielleicht sogar zu zurückhaltend. Diesmal scheint es ein Argo zu werden. Also, Druckwelle mixt auch gut. Wir spielen jetzt hier wirklich jede Runde was anderes. Alter, jetzt hat das schwierig, sich drauf einzustellen. Außer Banane, da sind sie bisher immer früher reingegangen. Ich habe wieder so eine Fläche verworfen, meine Güte. Geht doch wieder B. Interessant, sah wirklich gerade nicht so aus. So, mit bisschen mehr Action in den Rippen. Emlix wird allein. Sehr stark Nading, so gegen MNL. Solek kann dann nur zwei machen. Schön von Manuel direkt noch rumgezogen. Wirklich die einzige Chance, dann noch Fleck zu bekommen. Aber scheinbar wurde er da am Y. Ich weiß nicht, ob er vorher Y schon stand. Die Nade finde ich den jetzt auch.
8 Sekunden, sie müssen auf B. Wissen sie auch gerade selbst. Christel kann da reinziehen, sehr gut. Wir wissen jetzt auch, wer Emlix ist. Sollten die da vielleicht noch nicht mehr legen lassen. Boah, da hat ihn rechtzeitig gesehen. Sieht man die Nades? Irgendwie nicht. Das waren auf jeden Fall richtig starke HEs, die MNL da gefressen hat. Gleich nochmal drauf achten, wenn sie das vielleicht nochmal machen. Offensiv, nachdem Mitte wahrscheinlich wieder gesmoked war. B wieder offensiv. Also ich finde, man sollte da sie wirklich bestrafen hier. Einfach töten. Mal direkt offensive HEs runter. Der Aufbau bei Druckwelle dann auch immer gleich. Emlix da unten, Itku auf dem Heuwagen, Döner eingenommen. Hat er ja so die Trouble-Aufgabe. Jetzt schiebt man wieder rüber. Und nämlich würde es nicht wundern, wenn man dann sich wieder letztendlich Banane sammelt und nochmal ein Bego spielt. Ist der Schnee jetzt schon wieder auf dem Rückweg? Wirklich das gleiche nochmal, wobei es 40 Sekunden, lassen sich schon viel Zeit. Das war vielleicht doch ein B-Fake. Oh, welche Taktik gerade? 30 Sekunden, jetzt läuft die Zeit fast davon. Mit einem B-Split also. Felix. Wer deckt denn da Hess? Boah, starke Frags. Dritten vielleicht noch. Stark. Und B. Manuel, da macht die restlichen beiden. Schöne Runde. Super Frags von Crystal. Aber das war kein guter Go. Der erste, der mir nicht gefallen hat. Sehr unkoordiniert. Wenigstens jetzt mal Nades. Krass, Druckwelle muss auch direkt sparen. Was, bei dem Geldstand? Was ist das denn für Money Management? Also die ersten beiden können doch auf jeden Fall legen für die für Emlix und Schnee. Und El Pajero. Pajero, keine Ahnung. Der muss halt selbst kaufen, so nur Galil. Aber das ist seltsam, dass sie das so eine Kohle nicht kaufen, verstehe ich nicht. Vielleicht auch nicht. Nett abgegammelt. Toll, Manuel geht noch auf den Refrag. Na gut. Die schiebt sogar bei falsche Mitte noch zum Mate. Rackt er die ganze Zeit am Pre-Firen. Sehr schön, die Nate. Macht den letztendlich auch. Und Schnee, der letzte, schniedelt sich da einen ab. Oh, gemütlich da, ne? Sehr beruhigend mit dem Ventilator. Er sollte noch Geräusche machen. Oder ein Radio hier dastehen, so wie auf Italy. Würde auf jeden Fall gerade passen. Gute Deko auch, als so ein Terror. Macht sich gut in der Küche. So, die Alternative ist wieder rangekämpft. 5 beide. Geld natürlich wieder da. Schon mal offensiver Modi. Oh, das erste Mal was anderes. Schnell rausgehen. Dark strahlt rein, macht nur. Oh, doch einen gemacht noch. Oh, Felix kann Haus übernehmen. Schnell da über Action gegangen. Jetzt muss man das aber auch durchziehen.
Felix-Probleme ist letztendlich die Frag. Auch Crystal da, Spot hält auch. Könnt jetzt erst. Schön aufgehalten von Alternate. Dass Ragdana einen macht. Habe ich auch gar nicht richtig realisiert am Anfang. Aber wenn man das vielleicht auf Contact spielt, wäre es vielleicht perfekt. Wenn man da zusammen rumzieht, dann hat Rack vielleicht auch nur einen, aber dann sind die anderen natürlich nicht so schnell da. Schade, aber an sich finde ich es gut, wie man hier sehr spielt. Und jetzt traut sich Alternate auch mehr, nachdem sie wirklich sich gerade wieder rangekämpft haben. Hat gestorben, wahrscheinlich im Döner. Oh! Sehr gut. Da standen zwei ineinander. Die hat sich so leck nicht entgehen lassen. Da liegt er wieder in seiner Standardpose. Und die anderen beiden quasi auch. So, sollten sich dann das einfach sammeln. Scheint das auch Mitte zu tun. Oder? Ne, MLX schiebt drüber. Also wieder der Bego. Sie haben noch viel Equipment. Vielleicht wird es noch erfolgreich. Schauen, da kommt ein Smoke. Flash, noch ein Flash. Gute Flash ist aber auch. Boah, gute Flash nochmal von hinten. Weil der T hat leider auch blind. Oh, jetzt wird nicht mal das Eck gecheckt. ML macht da alle drei mit Headshot. Starke Defense da von ihm. 7 zu 5. Alternate mit gutem Geldpolster. Druckwelle. Selbst jetzt könnte man eigentlich kaufen, finde ich. Also, komisches Money Management, was sie da haben. Weil ja, selbst wenn der eine mit 6, 5, knapp 7, könnte vielleicht von mir aus auch eine Kali legen für einen. Und dann eine Karl kaufen, also das verstehe ich nicht. Man gibt, man schenkt hier einfach zwei Runden unnötigerweise an Alternate. Schöne Strahlung und so leck will direkt aufs Ace. Na komm schon, hol's hier. Au, oh, da war er schon zu low geschossen. Am Rest. Das interessiert mich auch mal, wenn, was ist denn, wenn, das wäre mal ein gutes Experiment. Man nimmt sich irgendwie drei Terrors? Müsste das so austarieren, dass jeder irgendwie so 33 Damage macht? Dann schießen sie alle drei nacheinander auf den T und dann würde ich gerne mal wissen, wer den Assist bekommt. Ihr wisst hoffentlich, wie ich es meine. Das war, glaube ich, auch gerade so eine Situation. Ich meine, alle Glocks halten da drauf. Und am Ende kriegt halt irgendwie wer einen Assist. Aber warum, weshalb, wieso? Schöne Nate. Da über die Bande. Oh, die haben wir gesehen. Er holt sich jetzt die Flash von Solek. Oh, Fußhit gegeben. Sollte einfach weg. Was gehen sie da immer noch so Risiko ein? Verstehe ich nicht. Hat er nicht mitbekommen, dass er Fußtritt bekommen hat, oder was? Solek. Boah. Macht sich damit Glück noch ein. Aber immerhin ist Crystal gut geschoben. Zielt jetzt. Oh, verschießt. So einen macht er normalerweise aber. Noch gut weggeflasht. Ja, echt blind. Hinten eine Ruine ist, aber... Also halb hat sich gesmoked, halb gar. Bombe gelegt und der Instant Retake. Boah, super. Schön geschossen von Schneider durch die Smoke. Den CD wahrscheinlich eher gesehen. Taxit sitzen da wirklich gar nicht. Und da kassiert er auch 8 zu 6. Schöne Runde von Druckwelle. Aber wieder mal unnötig gespielt von Artnet in der Banane. Das sollten sie auf jeden Fall lassen auf Common Games. Das müssen sie wesentlich besser spielen, um da wirklich oben mithalten zu können.
Keimen, hey. Also viel Aufbau variiert man jetzt nicht mehr. Letzte Runde nochmal Standardaufbau. Bombe noch Banane unten gedroppt. Ich mache mal ein kleines Kreuz hin. Jetzt eh wieder gepickt. Kontakten wieder alle B. So, mal schauen, ob sie jetzt nochmal hier sprengen. Einzeln mit einer Nade. Ziehen da auch Kante. Und eine Harakiri. Erste macht er. Zweiten. Eigentlich mal interessant so von oben. Schöner Laufweg. Wieder Risiko. Warum wartet er nicht einfach auf seine Mates? Wenigstens Crystalline gemacht. So, Seite wird allein geblockt. Schauen, Hit Q. Oh, schöne Flash. Whoopi letzter. Oh, noch nicht jetzt. Aber er muss direkt Headshot setzen, um dann eine Chance zu haben. Macht er nicht. 9 zu 6. Die Hälfte geht an Altsails. Und Felix hatte sogar einen Taser am Start. Schöner Tower noch. Fische freuen sich auch im Teich. 9. Runde, 9-6. Schöne Hälfte bisher. Druckwelle ganz solide gespielt, muss man sagen. Auf jeden Fall, nachdem sie Pistol verloren haben, die obligatorische 2. Runde, danach direkt eine Eco geholt. Also lief ganz gut als Terror. Kann man zufrieden sein. Bis auf diesen schnellen Go, den ich vielleicht auf Contact gespielt hätte. Aber gut. Schauen, waren zumindest auch relativ treffsicher, von daher könnte da gut was gehen als CT. Internet groß. Aufbauen sieht auch in einem Action-Gang-Split aus. Kleine Falle da mit dem Schimmeleck. Action wäre auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Da ist nur Schnee, ach doch, Itwo auch da. Im Lix lässt man allein am B. Auch interessant. Sogar ohne Kontrolle. Oh, Schnee kriegt dicke Hits. Rippen will man einen nehmen daraufhin. Flecht sich aber irgendwie selbst. Ist aber auch abgesmoked. Der Go kommt immer noch nicht. Ich glaube, Solix hat da ein bisschen gefightet. El Pajero. What? Gast einfach mit rein und macht die Shots. Das ist ein schöner Refrag. Nochmal schöner Headshot. Bombe immer noch nicht gelegt. Jetzt von Solik erst Mitte scheinbar gepickt. Rack deckt ihn ab, damit sie da gemeinsam auf Spot kommen. Aber die Pistole sieht gar nicht so gut aus. Oh, aber Rack kommt in die Ruine. Und das glaube ich sogar ungesehen. Oder wird da noch Füßchen gesehen? Sieht gerade so aus. Oh, der beide. Ach, schade. Na klar, sie brauchen halt den Frag. Schöne Shots aber hier von Druckwelle. Haben auch zwei Kits. Easy, nicht so wie Maus, die dann eine Runde wegen fehlenden Kits abgeben. Tja, und damit haben sie gute Chancen, jetzt hier auszugleichen auf das 9-9. Na, wobei Bombe ist gelegt, also dann wahrscheinlich nur ein 8-9. War. Bisschen Equipment. Um dann irgendwo rauf zu gehen. Crystal mit einer Smoke. Dann wirft er die jetzt. Was dann wieder geklappt. Was macht man jetzt mit dem Equipment? Also nur random gerade. Wenn er hätte ja schon längst sterben können. Sieht gerade nicht so aus, als ob das irgendwie durchdacht wäre. Oh, random Smoke, random Flash. Sehr seltsam.
Jetzt hätte ich ja wenigstens irgendwie eine einstudierte Sache erwartet. Aber man dattelt einfach nur rein. Damit auch die achte Wellenrunde, ja, achte Welle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Druck. 8 zu 7, 8, 9 aus. Gleichsrunde eventuell gleich. Artenet auch sehr kompakt Mitte. Ich spiele es aber anders. Und doch will eine gute Smoke-Banane direkt. Weil das bei Artenet auch bisher nicht gesehen. Angehittet. Muscle wittert ihn da, hat ihn natürlich auch schon gesehen. Oh, auch ein Push, Banane. Sehr gut, Smoke liegt noch. Könnte man vielleicht sogar schieben oder man pusht ganz durch. Aber natürlich Risiko gerade noch zu hoch, dass der abgedeckt wird. Nathan spielt den Groß-Go. Rupi jetzt am Schieben, das dauert leider zu lang. Go kommt jetzt schon. Oh, und Crystal macht den Fleck im Haus. Damit große Sandkasten so gut wie eröffnet. Spot macht lange auch keinen Fleck. Stirbt jetzt. Ah, schlecht. Nein, klar, wenn der Haus den einen macht, dann kann er eigentlich mithelfen. Dann hat man das Kreuzfeuer. Dann sieht die Runde schon mal wesentlich besser aus. Aber leider halt nichts umgeschossen da. Flash war, glaube ich, auch zu schlecht. Arten hier so mit zweistellig, überleben hier auch mit 5 Mann. Sollten sie zumindest. Entscheiden sich sogar dazu, nochmal zu kaufen. Pachero. Ah, dachte schon, der rennt wieder mit rein. Das Muselat hat der Mitte rum. So glaube ich den Nades aus dem Weg gegangen. Auch wieder gut nachgesmoked. Ja, das gefällt bei der Druckwelle auch besser. Auch wenn es natürlich ein bisschen anders ist. Boah. Wenn es natürlich ein bisschen ein anderer Verlauf ist. Druckwelle hat er einfach im Instant eingenommen und das macht Artenet nicht und das nutzt Druckwelle gut aus. Behalten da selbst sehr lange die Kontrolle. Jetzt schon nur noch eine Minute. Hier übrigens wirklich 1,45 die Roundtime. Deswegen verstehe ich nicht, warum das Geld dann in der Starladder nicht war. Irgendeine Settings-Sache scheint es dann doch zu sein. Aber ich glaube, auch von den ESL versus Settings wird das gerade nicht übernommen. Frag mich warum. Ich weiß es nicht. So, gleich auch der Bego. Aber Schnee, schön push, gute Kontrolle. So, was machen die jetzt am B? Sollten vielleicht einfach gegenflächen. Sehr gut. Wer ist da auf Spot? Mlix. Diesmal sitzt die Farmers. Schön, schönes Doppel. Gute Nate noch. Crystal am Baum. Ah. Oh, schade, macht nur einen. Aber selbst wenn er da zwei macht, ist es halt scheißegal. Denn die Bombe ist auf Spot schon so gut wie down. Schöne Runde von Druckwelle. Gute Kontrolle. Direkt die Runde. Das ist mein Spielstand, wo ich auch eher sagen würde, safen. Also Eco. Aber das vorhin. Nein. Das sieht doch ganz gut aus. Ausgleich. 10 beide. Alternativ damit Kohle. Tja, entweder sie bauen auch mal schnell Banane auf oder stellen vielleicht nur eine Mitte ab. Ich meine, B wird eh immer zu zweit direkt gedeckt.
Der böte sich vielleicht auch einen relativ zügiger Go A an. Aber eine wirklich Banane bis ein. Wenn er hat so legt er jetzt eine ganz gute Posi. Schön von Rack. Boah. Aber gutes eben dann noch von Schnee. Geht schon wieder schlecht los. Alter, hat hier echt gerade ein bisschen am Straucheln. Sammeln sich jetzt. Olex auch mit da. Sollte vielleicht sogar Haus gehen, um die Waffe, an die Waffe zu kommen. Oh, hat schon eine. Ah, wahrscheinlich hat Mitte der sogar eine gedroppt und ist dann selbst rausgegangen. Manuel war das vielleicht. Super aufgepasst. Boah, netter. Hey, das war ein schöner. Egal. So, Action Go. Boah, Haus wieder gestorben. Boah. Boah, schöne Schüsse von Solek. Gibt echt gut, der Junge. Ah, da hat man schon die Überzahl. Dann hält man einfach den Großen, nicht? Safe. Wenn man da besser stehen würde. Ich meine, B wird gut gedeckt. Einzige ist wirklich Haus Action. Primär wahrscheinlich Haus. Action kann halt nicht viel machen, wenn Haus direkt oben stirbt. Sollte man vielleicht auch ein bisschen anders stehen. Ein bisschen da was Neues überlegen. Schöner Headshot noch, aber die Runde geht an Alternate. 11 zu 10 und wieder ist ein super knappes Spiel. Druckwelle hat das Geld. Werden kaufen können. Boah, alle kaufen Kit. Gehen da wirklich auf Nummer sicher. So lecker alleine rein. Man spielt quasi nochmal den gleichen Aufbau. Rack hat diesmal mehr Angst vor der Posi, aber ich glaube, so dumm ist nicht mal Schnee. No offense. Um dort wirklich nochmal zu stehen. Oh, wieder Frack gefangen. Oh, nice. Push gespielt. Push erfolgreich. Wenn jetzt aber endlich Haus steht, schnicht der wieder aggressiv. Sollte vielleicht einfach mal über Sandkasten spielen. Weil wenn er jetzt stirbt, ist die Runde fast wieder. Oh, es sieht wieder gut aus. Schöner Ministep und zwar steht er auch. Jetzt einfach weg und die Runde runterspielen. Kein weiteres Risiko eingehen. Schön zurückgezogen. Jetzt einfach die TS kommen lassen. So wird's gemacht. Bombe wird geholt von Rack. 30 Sekunden Zeit läuft ihn auch davon. Contacten gerade jetzt schon B. MNL von. Schöne Fläche in Seitengang. Felix auch gerade blind. Aber man nutzt die Zeit leider nicht. Oh, wichtiger Frag von Felix. Aber Instant Refrag von Whoopi. Da kommt die Smoke zu spät. Beziehungsweise Felix hätte vielleicht sowieso. Oder Manuel. Sowieso eher zum Spot hätte gehen sollen. Turn vor. Das wird richtig schwer. Oh, Hack macht's gut. Geht in den Hof. Mit Timing wird er da vielleicht gleich durchpushen. Hoffentlich sich irgendwie. Aber die geht halt komplett weg. Jetzt er moved super. Er macht den zweiten und Manuel hat auch lange überlebt. Und die Runde geht mal sowas von auf Rack. Also super, super gespielt. Einfach perfekt. Er weiß genau, er muss da irgendwie frack. Moved schön mit der Smoke. Auch wenn die Fläche total in die Hose ging. Aber nice rausgespielt. Und das war wichtig. Druckwelle hat jetzt Eco. Jetzt hier noch mit Blumen überhäuft wird.
wenigstens holen sie Deko. Trotz Waffenverlust, aber Geld zum Legen haben sie auf jeden Fall. Hack macht hier noch am Ende. So, 13-10. Wichtige Runde für Druckwett, ne? Wobei, ich glaube, sie können dann trotzdem noch weiter kaufen. Sagen mal, boah, wie viel Lemmix da ausgibt. Aber hat, glaube ich, auch eine gelegt. Boah, sehr aggressiv. Couch gegangen. Hört auf jeden Fall auch die Steps. Mix Banane zusammen mit Mugi. Können einen machen. Pusht Schnee jetzt durch. Ja, er ist jetzt schon Banane. Also es könnte seine Runde werden. Steppt jetzt. Kann einen machen. Sauber. Kack weiß, wo einer ist. Und kriegt Headshot. Schöne Runde. Schöner Push. Direkt hinten durch. Hat sich komplett ausgezahlt. Kriegt auch den zweiten noch. Auch wenn er nicht mehr viel tun musste, aber trotzdem. Respekt. Artnet hat noch Geld. Druckwelle kann jetzt so ein bisschen aufbauen. Das Geld. Selbst wenn sie die Runde verlieren würden. Es wird schwierig, aber möglich. Von daher gerade gute Chancen mit Druckwelle noch mal ranzukommen. Auf jeden Fall sind in der Phase des Spiels noch möglich, das möglich zu gewinnen. Danke, CSA. Die 1200 Follower geknackt, aber heute schon, wo ich online ging. Also, wo ich in Eier ging, ungefähr. Da die 1-2 geknackt. Aber Achtung, mein Facebook-Account. Der ist noch ein bisschen verwaist. Nee. Also, soll lurken, wer will. Komplett Wurst am Ende. Wieder mal eine typische Schimmelrunde. So, legal ein B-Fake und Schnee. Wieder ist es Schnee. Ach Gott. Aber dass der auch immer reinpushen muss. Warum spielt der nicht einmal mal über unten oder. Ach, Haus gefällt mir mal gar nicht. Und daran scheitert gerade auch Druckwelle. Denn wenn das safe sein, wenn das safe wäre. Hätten sie echt Chancen, das Spiel zu gewinnen. Jetzt sieht es allerdings nicht gut aus. Und gleich kommt wirklich die Frage, wobei, gut, wenn man die Waffen durchkriegt, dann kauft man auf jeden Fall. Und das tut man auch, von daher erübrigt sich das. Es wird nochmal eine neue Equipped Round geben. Übrigens auch mal die Info an alle, mein Channel Description so, wer noch auf der alten Twitch-Seite, auf dem alten Twitch-Design schaut, das update ich nicht mehr, habe ich auch alles rausgenommen soweit, hab jetzt nur noch, halt jetzt nur noch meine Sachen auf der neuen Twitch-Seite aktuell und hab das auch ein bisschen vorhin nochmal angepasst, bisschen was Neues reingenommen, aber ist natürlich trotzdem noch nicht final. Aber wenigstens besser als vorher. Von daher ruhig alle über die neue Seite schauen. Finde ich auch sehr ansprechend auf jeden Fall. So, warte, kassiert hier wieder First Track. Schnieche ich da schon wieder rum. Also ich verstehe auch nicht, warum er da nicht mal lernt. Gut, die Smoke ist ja ganz nett. Zumal blockt doch sein Mate. Boah, die Nate. Und wer blockt da? Edgu. Der ist auch gespottet. Jetzt steht er wieder zu aggressiv. Oh, jetzt wird er vielleicht sogar gesehen dort. Alter. Kassiert auf 7 und selbst jetzt geht er nicht mehr runter. Also, ich raff das nicht.
Ja, dann will ich noch versucht, über das Timing am Sandkasten irgendwie einen zu machen, einen abzugammeln. Irgend sowas. Nee. Er stirbt einfach auch verdient. Auch wenn vielleicht die Runde an Druckwelle geht, aber. Schwachste Schwachstelle hier gerade bei Druckwelle. So eine Art MNL geht safen. So, doch nochmal eine Runde, also. Eieiei. Also er bestraft mir das zu wenig, dass sie wirklich da Haus immer ganz gut die Frags setzen können. Action Gango wäre hier, denke ich mal, nochmal erfolgreich. Ich reg mich so auf, EXD. Ja, stell dich halt mal anders hin. Ohne Witz. Wichtiger Refrag. Also entweder kassiert Artenet First Frag. Also First Frag haben sie bisher eigentlich immer kassiert. Von daher ist gar nicht mal so schlecht. Ich sag dazu mal nichts. Weil es macht auch jetzt vor allen Dingen weniger Sinn. Also gut, Actions nicht gedeckt. Aber warum steht er jetzt nicht zum Beispiel mal mit Laube oder so? Oder weiß nicht, spielt mal über einen Hausmeister. Nee, er steht wieder oben. Oder vor allem jetzt. Jetzt blocken seine Mates dort. Offensiv schon Rippen. Warum steht er jetzt echt nicht einfach Sandkasten? Wenn er dort oben stirbt, dann kommen sie halt. Auch wenn sie jetzt nicht. Wenn sie hier gehen. Aber wenn er jetzt stirbt, kommen sie einfach Sandkasten rein. Zack, eingenommen, Spot eingenommen. Wenn der Sandkasten steht, kann er vielleicht noch Gegenflächen das bisschen aufhalten, ein bisschen Zeit gewinnen, dass seine Mates da über Hess schieben können. Naja. Bingo erfolgt aber, da ist nur Wupi. Wenn jetzt eine Seitengang-Smoke kommt, da ist er auch. Hardhead kommt gut drauf, schöner Modi ins Y. Zwar die Unterzahl, HP-mäßig sieht jetzt aber gut aus. Wenn man den Seitengang jetzt gut blockt. Krasse Banks. Crystal pusht rein mit Harakiri. Und Harakiri-Frag sitzt nicht. Felix muss es reißen. Weit aggressiv im Hof. Kommt spät erst dort. Bitten das gut, flächen gut ab. Boah, die sind wirklich beide blind. Felix kann da nichts mehr machen. Druckwelle mit dem Ausgleich. Der Klatscher geht übrigens nicht an Schnee, ne? Nur an den Rest. 13 zu 14. Warte, er hat gelegt. Mal schauen, wie es geldmäßig ausschaut. War gar nicht so rosig. Wieder ein bisschen Equipment. 3 Smokes, vielleicht ein B-Rush. Mal, wenn ich mal was gespielt, nicht so wie vorhin, wo sie einfach das Equipment gar nicht genutzt haben. Kuh war da sogar blind. Nutzen. Vielleicht noch was drin. Oh, wieder oben Duell, Haus. Komm schon, Rack, na schon hier. Spot gekommen. 14-14. Ausgleich. Jetzt steht Altair wirklich im Arsch zur Wand. Wir müssen jetzt mal eine Runde wieder klar machen. Also nicht nur eine, sogar zwei. Sonst wird Altair hier wirklich heute zweimal verlieren und zweimal 16-14. Wenn das nicht mal die Motivation drückt von den Copenhagen Games, weiß ich auch nicht. Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Schlitz. Ohne Kommentar. Schade, ey, wenn ein Artin einfach immer Haus aufbauen würde. Da einfach zuerst Schnee töten und dann irgendwas spielen. So, gehen wir B. Wupi, wer war der andere dort? MLX. Detonate schon. Guter Molly. Oh, schöne Flash. Hof. Nice. Schöne Gegenflash von MLX. Zweiten. Ah, ziehen sich weg. Okay.
Besser als so unnötig noch zu sterben. Oh, Drack, wichtig. Aber kann auch nur einen machen. Banane ist gedeckt, aber da wird nichts kommen. Ich nehme noch einen großen. Jetzt Bombe gelegt. Ah, Solek, wichtige Posi. Wenn Seitengang stirbt, wird Alternate. Oh, sie boosten nochmal. Aber der CT hat das vielleicht. Sind die sogar beide da? Oh, das wird jetzt entscheidend. Oh, Solek. Was macht der da? Oh, und Kristen zeigt sich nicht. Oh Gott, das wird das Draw, oder? Eins. Keinen zweiten. Bombe tickt. Ruhe. Oh, der Witz, Alter, der ist so schlecht. Eieiei. Also gut, jetzt das Runterspielen war jetzt... Ne? Also, war zwar kacke, das am Seitengang. Ah, die Runde hat man jetzt schon davor verloren. Warum spielt man wieder in Bego? 15-14. Da geht heute echt mein zweiter Tipp in die Hose. Nachdem Arte jetzt online mittlerweile eigentlich ganz solide aussah. Recht gute Ergebnisse erzielt. Letzte Runde. Frage ist jetzt nur, Draw oder Sieg für Druckwelle. Boah. Der Pachero direkt weg Mitte. Solek vielleicht mit Reflect. Wartet ihn da auch. Boah, das ist bitter, dass er da eine Headshot nicht setzt. Boah, er macht sogar 3K. Komm schon, Rack, mach wenigstens Schnee tot. Eine MNL mit Rage Quit. Boah, direkt hinterher. Also, was sie hier Rage quitten, das ist ja Wahnsinn. Ist das denn die Möglichkeit? Crystal letzter. Alternate verliert sein zweites Spiel in Folge an einem Tag. Und Mausputz könnte dann wirklich. Wobei, nee, Maus hat bloß 3 Niederlagen. Ich kann gleich nochmal gucken. Würde mich jetzt nochmal interessieren, ob Artnet trotzdem noch Erster ist oder Maus dann doch noch vorbeigezogen ist. Ich meine, im Halbfinale sind sie dann wahrscheinlich sind sie eh sicher. Somit Maus gegen Artnet wäre dann nur im Finale möglich. Andere nette Partien wären Artnet gegen Faculty oder Maus gegen Faculty im Halbfinale. Und Druckwelle gewinnt es hier tatsächlich 16-14. Schönes Spiel von ihnen. Mal Schnee ein bisschen ausgeklammert. Aber soll sich das zu Herzen nehmen, aber nicht hier ganz ernst nehmen. Wobei, berechtigte Kritik war es auf jeden Fall. So, schönes Spiel. Danke fürs Einschalten, Jungs. Morgen gibt es nochmal EPS, dann der allerletzte Spieltag. Da entscheidet sich dann wahrscheinlich noch bei einem oder zwei Teams was. Mal gucken, ob ich da on air bin. Wenn es wirklich nur noch um ein Team was geht, beim Rest nicht, dann überlege ich es mir. Trotzdem, danke fürs Einschalten. Schönen Abend und bis morgen.